Rein da. Ui. So. Guckt, Twitch Clips Germany. Links, 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 links. Das ist das falsche Links. Links. Okay. Es kommt mir so mega bekannt vor. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Das ist mir nämlich auch sogar schon häufiger in DVD passiert, dass es so hieß, Cutter, geh nach links. Cutter so links, wir gehen nach links, rechts, wir gehen runter. Und ja, ich bin effektiv in den Killer reingelaufen. Da war ich ein bisschen traurig, aber das war dann so relatable. Man sieht, ja okay, doch, man sieht. Oh, was? Du musst mir sagen, in welche Richtung. Warte. Nee, ist alles gut, ich muss nur... ich muss den Bauch anspannen. Ja, es hält. Oh mein Gott, okay. So, die Sache okay. Ist die, er hat sich, ihr dürft lachen, ein Unterwäsche-Abo gekauft. Unterhosen-Abo. Ach nee, Gruppe. Ja, bekommt jetzt einmal im Monat Unterhosen zugeschickt per Abo, zahlt er 10 Euro im Monat und er ist gerade so begeistert von seiner Boxershorts, dass er mir den ganzen Tag schon erzählt, wie schön sein Sack doch hängt oder nicht hängt. Manchmal sind es aber auch einfach zu viele Informationen. Manchmal würde ich sagen, sind es wirklich zu viele Informationen. Passt der Sound soweit, Chat? Ist der Sound einigermaßen in Ordnung? Okay, 3, 2, 1, Papier! Papier! Stern! Stern? Wä? Stern, Mine. Was ist denn Stern? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich konnte mich nicht. Schere, Stein, Papier! Stern! Was? Wetten, ich würfel eine 1. Oha. Oha. First fucking try für die Nintendo Coin! Ja, Mann! Hoch, Alter, mir wird schwindelig. Gott, mein Alter. Okay, Halleluja, Halleluja, Magnesiummangel. Oh Gott, oh Gott. Puh. Okay, ja, läuft, würde ich sagen. Ich trinke so Tee und belegtes Brot. Fühle mich gerade so, als ob ich krank werde. Oh nein. Oh nein, dann wünsche ich dir jetzt schon gute Besserung, Aro, dass du gar nicht erst gesund wirst. Was? Wer braucht schon Gesundheit im Leben, würde ich sagen. Hallöchen für Anjes. Wir gucken gerade Twitch Clips Competition. Compilation. Ich hab geübt. Ah! Du machst das falsch. Also, auf dich, ne? Oh, der Geruch, ne? Nein! Oh. Nein! Wieso? Also, nein! Ja. Das ist nicht geil, das ist nicht irre. Ja. Prost, Gurkenwasser. Also es tut mir leid, ich mache bei den Sachen nicht mit, wenn die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass ich mich davon übergebe. Also der Trend mit... Ich hätte den Prinzenrollentrend mitmachen sollen, der hätte funktioniert. Ich hätte aber nicht den Senf... Den Senf... Teil hätte ich nicht mitmachen können, der wäre absolut nach hinten losgegangen und der hier ist auch einfach schwierig. Einfach schwierig. Ja. Ah. Nein. Nein. Das ist voll lecker. Richtig würzig. Es fehlt noch was zum Nachtisch. Einfach nur so ein bisschen Zitronensäure. Und wir haben halt draußen gegrillt und die Kinder sind halt rumgelaufen. Ich glaube, ich müsste 16 gewesen sein zu einem Zeitpunkt. Die Kinder von denen sind halt rumgelaufen und immer wieder hoch in deren Wohnung gelaufen und wieder runtergelaufen. Und irgendwann kam dann die 5-jährige Tochter von denen runter und hatte so eine Unterhose von ihrer Mutter in der Hand. Nimmt diese Unterhose, stellt sich an den Tisch, alle am Grill und fragt, Mama, warum hat denn deine Unterhose da einen Reißverschluss unten dran? Schweigen am Tisch war unbezahlbar. Ich bin übrigens hin und her. Das ist schon eine schwierige Sache. Das ist schon eine äußerst, äußerst, äußerst schwierige Sache. Uiuiuiuiuiui. Hallöchen Insanity. Uiuiui.
Wo sind die guten alten Center Shock Challenges? Weg. Die gibt's nicht mehr. Aber ich glaube, die wiederum hätte ich mitgemacht. Das wäre in Ordnung gewesen. Oh Gott. Hergerissen, ob ich mit Lilia gehe und der Dr. Sturm einen blase, aber. Was? Ich würde mir eigentlich zu gerne nochmal das Gesicht geben von Paul. Wie reagiert Paul darauf? Tisch war unbezahlbar. Ich bin übrigens hin und her gerissen, ob ich mit Lilia gehe und der Dr. Sturm einen blase, aber. Was? Man sieht Paul nicht. Schade, schade. Alles gut, glaube ich. Ich wollte dich nur mal ausziehen. Aufziehen, Mann! Noch ein drittes Mal hätte auch funktioniert, keine Sorge. Könnte eventuell vielleicht sein. Hier auf die Mitte, auf die Plattform. Dann geradeaus. Oh nein. Wir brauchen wieder eine statische Hilfe. Hilf mir! Ach nein! Hilf mir! Und fällt erstmal runter. Ich habe das Spiel auch mal so zur Hälfte gespielt. Ich glaube, ich hatte super Bock, das irgendwann mal mit irgendjemandem zusammenzuspielen. Das ist ziemlich nice. Das ist ziemlich nice, das Game. Nein, ich bin nicht da. Sehr funny. Noch, hier stand direkt einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Warte, du kriegst Madpen von mir, warte. Ey, in Ordnung, das geht noch. Oh, er steht wieder. Na, gut. Schön, schön. Hier können wir auch nochmal Schinken kaufen. Nice, das ist gut. Und hier können wir Krebs kaufen. Meintet ihr nicht, dass Krebs auch gut ist? Dann kaufe ich auch mal Krebs. Ich kaufe auch mal Krebse. Du bist wieder da. Nice. Oh, gut, Krebse gekauft. Wo jemand Mama im Hintergrund ruft, das ist Anna. Also Naschkatzen-TV. Und Viola ist scheiße. Oh, nein! Ach so, Viola ist scheiße. Okay. Was? Acker? Wahrscheinlich hol mal eine. Was ist denn eine Gameide? Gameide raus. Ach, Game-Idee. Könnte ich sein. Absolut nachvollziehbar. Periodenhot-Up wäre ein Marktglück. Ja, richtig gut. Das klang schmerzhaft. Swing dein Ding, Alter. Tobi, ich guck grad nur auf seinen Hintern. Der wird ein bisschen von den Gesundheitsbalken versperrt. Das macht's aber noch schöner. Hast du keinen Slip drunter, Tobi? Nein. Wow. Wow. Die Dinger flattern im Wind, das sag ich dir. Das ist aber... Mutig. Also da ist schon... Mutig, da will ich mal die EC-Karte durchziehen, Tobi. Weg. Geht dein Weg zurück. Sequester der Stelle zu tanzen. Oh way. Oh way. Aber es war gerade auch super bitter. Zweiter, die achte Linie und da war die Notes. Ich hab mir da gewesen. Mach ich aber nicht, mir geht's eher um den Effekt, dass ich am Ende meines Zuges einen so ein Mannequin hier krieg. Automatisch. Das kann mit entsprechender Kombination durchaus mächtig sein. Ich habe schon so lange kein Magic mehr gespielt, Leute. Ich vermisse Magic irgendwie total. Ich muss immer wieder Magic runterladen. Allein der Arbeit früh, das Licht im Zimmer hol. Ich sehe durch Schlüsselloch und einer schlug sie tot. Und dann reißt sich der Puppe den Kopf ab. Ja, ich reiß der Puppe den Kopf ab. Okay, Eva. Guten Tag, Frau Prostituierte. Okay. Ich wieder mal. Oh, hallo. Ich hatte hier nichts. Was ist denn los? Ich wollte wissen, ob die meinen Gutscheincode nimmt. Tut sie aber nicht. Also gehe ich fett. Okay. Wisst ihr, was das N zu bedeuten hat? Wir gehen zu dem N. Wenn das mal irgendwann ankommt. Ach, boah, bin ich blöd. Ah, oh, das tut mir schon weh. Das zeigt den Norden an. Ja, habe ich jetzt auch gemerkt. Dafür musste ich... Oh, nee.
Oh doch, oh doch. Ich fühle mich von der Folge wirklich, wirklich verstanden, muss ich zugeben. Also ich fühle mich wirklich von dieser Folge absolut verstanden. Es sind einfach so viele Dinge, wo ich mir so denke, ja, 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 ne, hätte genauso gut mir passieren können, ne? In Magic the Gathering habe ich zu viel Geld liegen lassen, trotzdem vermisse ich die Zeit. Ja gut, ja gut. Magic the Gathering Arena ist hier aber auch einigermaßen, muss man nicht so viel Geld liegen lassen, aber bei den anderen kann ich es absolut nachvollziehen. Envy Quest, wer kennt's nicht? Ich glaube, ich bekomme gerade meine Periode. Ich habe sehr starke Unterleibschmerzen. Ich werde auch schon emotional gerade ein bisschen instabil. Das Ding ist, ich bin sehr toleranter, aufgeschlossener, etwas älterer Mann, der auch mit diesen Informationen definitiv richtig und gut umzugehen weiß. Schnauze! Du bleibst jetzt Sparta hier! Oh no! Oh no! Hallöchen, Rabbit, hallo Duran! Oh no! Oh no! Ja, ne, Jen? Würde ich mir Gedanken machen. Upsi! Würde ich mir an deiner Stelle echt Gedanken machen? Oh Mann! Und ich sitze hier die ganze Zeit so. Ja, genau, ich esse die Dinger mit Schale. Mmh. Oh, lecker! Art. Ein Zombie halt. Da, da bin ich. Also, ich muss schon zugeben, dass ich es sehr eklig finde, dass ich es wirklich, wirklich eklig finde, die Teile mit Schale zu essen. Wie ist man denn bitte auf diese Idee gekommen? Was soll ich? Was geht? So, Moment. So, jetzt sitze ich mir selbst nicht im Weg. Habe ich doch. Prima gelöst. Art. Ein Zombie heilen. Ich muss aber auch sagen, dass ich echt in diesem Spiel nicht mit diesen ganzen Scares gerechnet habe. Also man hätte erwarten können, dass man in so einem Zombie-Story-Shooter mit Scares rechnen kann. Ja, ja. Hellemann, habe ich nicht. Habe ich nicht. Feindlicher Übergriff bei Charlie 1. Headshot, noch ein. Jetzt bin ich okay. Richtig. Und natürlich auch einen wunderschönen guten Abend an die Zuschauer. Warum sind meine Leute? Fuck! Ich hab Kaffee in meiner Tastatur! Scheißdreck. Es tut mir leid. Ich hab die Tastatur gerade neu gekauft, weil ich in die alte Milch reingeschüttet hab. Ich muss einmal an der Stelle zugeben, wenn mir das im Stream passieren würde, würde ich auf der Stelle den Stream beenden. Ich liebe meine Tastatur. Meine Tastatur und ich haben ein besonderes Verhältnis. Sie wird einmal alle 2 Monate oder 3 Monate wird sie sauber gemacht. Und sonst achte ich darauf, jedes Wochenende sie mit Post-its sauber zu machen. Also, ich kümmere mich sehr doll um sie. Und wenn ihr das passieren würde, ich glaube, das würde. Nee. Will ich gar nicht drüber nachdenken. Ja, erst kuscheln. Und wenn sie dann nicht will, einfach runterschubst. Das akzeptieren, dass sie das nicht möchte, denn jeder hat seine eigenen Rechte. Und so schnell will man ihm nachts nicht mehr über den Weg laufen. Wie heißt sie denn? Das ist eine, sie heißt Black Widow. Wunderschön, sehr, sehr tolle Tastatur. Wir sind zusammen schon durch dick und dünn gegangen. Ich bin sehr glücklich über sie. Dankeschön. Brauchst du noch eine zweite? Nein! Oh mein Gott! Okay. Lo, wo auch Müll meiner Erfahrung nach die besten waren im Real Life. Das kenne ich nicht. Real Life? Ach so. Das kenne ich nicht. Du meinst das? Das kenne ich nicht. Sorry.
Das, nee, kenne ich nicht. Nicht, dass sie dir noch mal runterfällt. Das hält Black Widow nicht so gut. Oh mein Gott, Hyper. Und ich habe es auch noch vorgelesen. Oh Gott, es tut mir leid für alle, die... Oh Gott, es tut mir leid. Oh, warte mal, der Film ist, glaube ich, schon 3 Jahre raus, oder? Ist der Film nicht schon 3 Jahre raus? Okay, muss euch eine traurige Geschichte erzählen. Ich war bei Freunden und wir haben Wer bin ich gespielt. Und ich bin nicht drauf gekommen. Und irgendwann haben die angefangen, mir Hinweise zu geben. Ich war übrigens gut. Und dann hieß es so, ja, du bist in dem und dem Film gestorben. Ich so, ja, keine Ahnung, hab den Film nicht geguckt. Und dann war ich gut. Und ich war nur so, nein, ich bin gestorben. Nein, ihr habt hier gerade den Film gespoilert. Es war übrigens auch mindestens 2 Jahre war der Film schon draußen und sie haben mir den Film gespoilert und ich war einfach fertig mit der Welt, weil ich nicht darauf klarkam, dass Groot gestorben ist. Ja, ja, ja. I focus on the pain. The only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Bringst du mal neues Handeln? Okay. Same. Oh mein Gott, habt ihr diesen Raum gesehen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, warte. Bringst du mal neues. Oh mein Gott, ich bin so neidisch. Das ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das schön. Ich will auch... Also erstens, ich finde die Möbelwahl einfach super geil. Ich finde die Wandfarbe so cool gemacht. Ich will auch so ein Gefühl für Schönheit und Ästhetik haben. Was zur Hölle? Das ist so schön eingerichtet. Wow, okay, es tut mir leid, hier aufzufangeln. Das ist... Oh mein Gott, und die Pflanzen. Das Händeln. Same. Was? Nein! Ja gut, so schnell kann man seine Meinung auch ändern über Menschen, dass er... Leute, das war der peinlichste Moment ever. Ich hoffe, das war es euch wert. Dass ihr mir die Badehaube aufgesetzt habt. Oh, oh. Ich war so draußen. Scheiße, ich hab's vergessen. Als ich mein Pokémon Onesie bekommen hat, mein Relaxo Onesie, habe ich eventuell... kurz daraufhin noch ein Paket bekommen. Das wusste ich aber nicht. Und ich habe einfach als erstes mein Pokémon-Wonsie bekommen, mein Relaxo-Wonsie und war so, oh, Relaxo-Wonsie muss anprobiert werden und hatte den einfach an, als der nächste Postbote gekommen ist. Und er war auch nur so, ich so, ja, danke schön, danke schön, geben Sie mir einfach das Paket, es könnte weitergehen. Ich habe Pokémon-Wonsie an, das ist okay, das passt hier so. Ah! Also nicht ranfahren. Guck mal, er springt. Oh mein Gott, die fliegen. Die fliegen. Oh, was geht mit denen? Fliegofine. Nehmt uns mit. Wenn du mal richtig mega fame bist, stelle mich als Viagist ein. Dann hast du nicht nur keine Fussel mehr im Gesicht, sondern auch noch gutes Make-up. Ist mein Make-up nicht schön? Oh. Wer hat gedacht, dass das eine gute Idee ist? Niemand. Ich wollte das noch lesen, bevor wir... Ja. Ich bin eigentlich kein materialistischer Mensch. Aber so eine sexy, moderne Wohnung mit Dachterrasse, Ich glaube, dafür würde ich auch so ein bisschen von meiner Moral fahren lassen, glaube ich. Also, das wäre es mir wert. Ja, doch. Da würde ich auch den Millionär für knallen. Ich sag's, wie es ist. Nein. Ich nehme zurück. Das knarrt. Auch was? Ich hab's aber auch drauf, ne?
Und auch was? Yay! Wo platzieren wir uns jetzt am sinnvollsten? Moment, ich finde das doch heraus. Ich bin ja für so hier. Hier ist noch Platz. Ich baue Schränke immer selber zusammen, weil ich da auch voll Bock drauf habe. Das ist wie Zahlen nach Malen. Oh. Sie war wahrscheinlich müde. Ich war vorbereitet. Und fertig vom Bumm. Sie war wahrscheinlich müde und fertig vom Bums zusammenrollen. Genau, Mauki, genau. Okay, danke für nix, Spiel. Da war eine Bärenfalle. Ach, verdammte Scheiße! Mann! Da war eine Bärenfalle. Vielleicht guckt man es bei mir nach dem ersten Mal. Vielleicht mal auf den. Nein, beim Boden gucken. Nee. Oh. Das riecht doch so nach irgendeinem Spülmittel oder so. Da sind auch sehr viele. Warum trinkst du denn da noch? Oh Gott. Hier liegt eine tote Schlange und. Das sieht komisch aus mit der Schlange und dem Alien. Also, meine lieben Kinder, ja, gut. Das hier ist ein reines. Ja. Ich habe hier. Nebel! Neulich wieder einen fahren gelassen. Hast du gut gemacht, Nebel. Wir sind stolz auf dich. Wir sind so stolz auf dich. Alle zusammen miteinander. Nebel. Nebel ist cool. Er war schon unangenehm, ja. Boah, Alter, ich hab mich vor dem Bild erschrocken. Läuft. Und er soll nicht so einen ehrenlosen... Seht ihr den Stormtrooper-Helm? Diese Kitty. Oh, da bin ich jetzt ein bisschen... Da habe ich jetzt sexual feelings. Okay. Sag mal, ich hatte doch... Jo, wildes Make-up auf jeden Fall. Moment! Ist das nicht Madame? Ist das nicht das hier, was Sie wollen? Wollen Sie das? Oder wollen Sie lieber... das hier? Richtig. Er hat Auswahl. Das war 120 Meter, Peter. Aber deswegen habe ich das. Wäre smart. Moment, du hast 120 Wait. Meter getippt, Peter. Du hast 120 Meter getippt, Peter. Ich würde rausgehen. Dann. Also, Peter, nicht zu viel. Also, ich will mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber das ist größer als 120 Meter. Echter Cliffhanger. Wow. Okay. Nee, ihr seid solche Kackis, ich hasse euch. Wir haben ein... Ich verstehe die Reaktion. Ich verstehe sie. No, I am not. A little, but... Ich bin sein Gay Crush. Wie cool das einfach ist, dass Wii so darauf reagiert hat. Aber wisst ihr, was noch viel cooler ist? Der Typ hat auf TikTok nochmal ein Video hochgeladen, wo er ein Statement dazu bringt. Ich habe ihm im Nachhinein nochmal so ein Statement dazu anhören sehen. Das war so witzig. Ich bin sein Gay Crush. Wieso sieht der Mond aus wie Pac-Man? Oh mein Gott, Leute, schaut mal zurück. Da ist eine Wolke und die ist... Okay, jetzt nicht mehr, aber es sah gerade aus wie Pac-Man. Von hier? Drehen raus und kommt mit dem linken Haken und mit dem rechten Haken, okay? Schön und wechseln. Schwierig. Was ist das? Das ist ja Betonklotz! Ich bin der Funk. Und wenn ihr das hört, dann bin ich krank. Oder besser gesagt, meine Stimme geht nicht. Oder ich will nicht reden, weil ich eine Zahn-OP hinter mir habe. So wie jetzt. Oh, was sehen meine Augen da?
da wurde doch ein Zapf verschenkt. Tralala, da bin ich froh. Mensch, da klingelt die Kasse. Toll, toll. Vielen lieben Dank. Hat er das für den gesamten Stream gemacht? Hat er das ernsthaft für den ganzen Stream gemacht? Das wäre so cool. Das wäre so cool. Als Autofelge bezeichnet man umgangssprachlich das Rad eines Autos oder den Autoreifen. Im eigentlichen Sinne bezeichnet die Felge nur den äußeren Ring. Hallo, lieber User. Ich habe gerade deinen Namen im Chat gelesen. Und ich wollte dir nur sagen, dass ich mich freue, dass du heute da bist. Hui, da habe ich aber gut gespielt. Das Monster ist tot und ich lebe noch. Hurra, hurra, hurra. Oh. Da stand etwas Lustiges im Chat und ich muss doch sehr kichern. Hui, ist das lustig. Was ein Spaß. Hui. Leute, also du kannst richtig reinstoßen. Ja, gut. Ja, gut. Beste Ingenieur, Lifehacks. Das sind Lifehacks, wartet. Was tut er da? Seht ihr? Ach, Doppelkind. Mein schönes... Eigentlich gut, dass es rosa ist. Fällt kaum auf. Mhm. So, und jetzt ohne, Achtung. Mhm. Und da ist es wieder. Hallo. Wollen Sie probieren? Wir haben Probiergrößen hier. Ich habe ein Restaurant eröffnet, ist Outdoor. Wo ist denn das Restaurant? Wie bitte? Wo ist das Restaurant? Hier. Das beginnt hier bei dem Hütchen. Wie bitte? Ach so, ich habe gedacht, woanders. Nee, das ist hier. Wenn Sie wollen, setzen Sie sich. Sie haben wohl da hinten die Pizza. Nein, das ist selbst gemacht. Das ist frisch vom Pizzakoch. Ich meine halt, wenn du ein... Sie ist sehr ernst geblieben. Also sie... Tisch aus Massivholz hast, das hält halt länger, als wenn du einen Tisch aus... Parkett hast. Genau, Suki, genau. Ich will einfach wissen, ob hier irgendwas kommt. Oh ja, da kommt was. Nein. Oh. Ah, knappe Sache. Ein Hoch auf die Minecraft Physik Engine. Die uns hier gerade den Arsch gerettet hat. So, also mittlerweile könnte ich mir echt mal einen Kartoffelstampfer zulegen, ne? Gestern was mit Kartoffelstampf gemacht. Heute schon wieder. Würde jetzt eigentlich mal Zeit werden. Oh. Oh mein Gott. Ist aber auch das zweite Küchengerät, was in der Folge irgendwie drauf geht, oder? Ist ja nicht so, dass er Wasser dabei hat. Du, ich habe Minecraft durch die gespielt. Also, ich habe keine Ahnung, wenn er sich da mit Wasser hätte rausretten können. Way. Ich glaube, damit haben wir zu oft gestampft. Einmal zu oft, ja. Mama, falls du das jemals siehst. Es tut mir sehr leid. Bah. Gut. Okay. Das ist Salz. Sag. Oh mein, nein. Sie hat weißes Pulver irgendwo in der Wildnis gefunden und dachte, es wäre eine gute Idee, daran zu lecken. Ich dachte, es wäre so ein kleines Fitzelchen Schnee. Okay. Aber es jetzt so ein Haufen Salz war. Ein Salzstein. Okay. Ich war verwirrt, okay. Okay. Gut, schön, dass wir das geklärt haben. Wir können weitermachen. Nicht. What the fuck? Der hat dich gekillt. Nein. Doch. Gibt es einen Garten? Ja, es gibt einen Garten hinter der Garage. Weil ich Zeit ruf, ich Idiot, als wenn du das jetzt sehen würdest. Also wenn ich auf der Couch liegen würde mhm. und Olli würde kommen mhm. und würde mich mit Flo's oder Pauls abgetrennten Arm streicheln, würde ich das trotzdem schön finden. Anne? Möchtest du reden?
Anne? Alles gut bei dir? Why not? Streicheinheiten! Ja, gut! Ja! Nein! Du siehst so schrecklich aus! Schlossi! Schlossi, nein! Schlossi! Oh nein! So ähnlich sah ich aus, als ich das erste Mal die Haare durchgekämmt hatte, als ich vorhin den Zopf hatte. Möchte ich einmal anmerken. So ähnlich, bestimmt. Ich hatte absolute Ähnlichkeiten mit dir. Absolut, absolut, Toro. Absolut. Oh, oha. Das sind 10k. Da war ich dabei. Hab zugeguckt. War nice. War nice. Ziemlich, ja. Ziemlich fantastisch. 20k! Der Bananen-Move. Dani. Warum klappert die Taube? Zieh an der Banane. Nicht gut. Der Schnitt mit Ziehen der Banane. Nein, das zeigen wir hier nicht. Yeah. Oh, da ist er. Aber die Cola ist umgefallen. Das war irgendwie sehr nice. 20k, Freunde. Okay. Und Anne meinte, sie kriegt wenig Streicheleinheiten. Ja, ne? Ne? Ich mach mal weiter. 100k? Oh, shit! Oh, Anna. Yeah! Oh, ja. Hey. Ich komm gar nicht hoch, so wird mich abschätzen. Yay! Abonniert Frisky Kids Germany! Nice one. War wieder eine echt coole Folge.